Hallo Leute und willkommen zurück zu The Banner Saga. Wir wollten hier noch reden mit diesen beiden. Wir reden erstmal. Ich würde dich fragen, wie du mit Vognirs Tod zurechtkommst, aber ich kenne die Antwort schon. Tust du das? Du bist unerschütterlich, alter Mogre. Das ist gut. Die meisten Wahl kenne ich, aber sie sind nicht unter meinem Kommando. Sie kamen, um Vognir zu folgen. Um ehrlich zu sein, ich wäre auch nicht gern an deiner Stelle. Kannst du mir etwas über die Karawane erzählen? Wenn so viele Wahl zusammen sind, will die eine Hälfte sich schlagen, die andere will ihre Ruhe haben. Soll ich jemanden im Auge behalten? Da versuchen ein paar Clanführer sich gegenseitig zu beeindrucken. Keine große Sache, ich habe es unter Kontrolle. Die Krieger, die wir gerade aus Strand bekommen haben, sind nicht übel, aber ziemlich renitent. Warte ein paar Tage. Und ein paar stöhnen darüber, dass sie für dich kämpfen, statt für Vognir. Das sind die, um die man sich Gedanken machen muss. Was ist mit Ludins Männer? Die wollen nichts von mir wissen, das ist klar. Gibt es Probleme? Kann sein, Ludins Lieblingswal heißt Bersi. Ich weiß nicht, wo der herkommt oder warum er hier ist. Kämpfen kann der Bastard ja, aber er hat was an sich, was mir nicht gefällt. Sein Mädchen in Rot ist auch zum Fürchten. Ihre Sau, um ehrlich zu sein, sie ist wohl Ludins beste Kriegerin. Ich habe gehört, dass die Wahl sie die Hexe nennen. Warum? Die Flammenpfeile vermutlich ein guter Trick, aber das Feuer erschreckt unsere Wahl mehr als die Wüter. Ich verstehe es trotzdem nicht. Hexe? Sie sind nicht gerade Gelehrte, Hakon. Sicher haben sie größtenteils einfache Angst vor ihr. Das verstehe ich schon eher, aber nicht, dass sie davon erfährt. Wolltest du nie die Befehlsgewalt? Mehr als jetzt. Gib mir mehr Seil und ich hänge mich daran auf. Das bezweifle ich. Ich vergesse immer, dass du damals nicht dabei warst. Früher hatte ich mal mehr Seil. Ich habe mich dran aufgehängt. Nein, ich will keine Befehlsgewalt haben. Bedien dich. Danke. Meinst du, wir gehen in eine Todesfalle? Mit so viel Wahl? Nein, wir müssen sicher sein. Es könnte natürlich deftig zur Sache gehen. Ich bin nicht gerne derjenige, der die Wahl in den Tod schickt. Ich kümmere mich lieber um mich selbst und fertig. Wer hätte gedacht, dass Vognir sich so einfach von ein paar Schlacken erschlagen lässt? Ich frage mich immer noch, was passiert ist. Er hatte doch schon hunderte Schlacken erschlagen. Ich begreife es nicht. Sowas kommt vor. Keine große Sache. Bestimmt hat es ihn noch mehr überrascht als uns. Obwohl man sich schon fragen muss, ach, schon gut. Wie auch immer. Ich kümmere mich um die Krieger. Kümmere du dich darum, keine Dummheiten zu machen. Das ist viel verlangt. Was wolltest du über Vognir nicht sagen? Das sage ich lieber nicht, Hakon. Warum nicht? Das ist eine Angelegenheit, über die du grübeln würdest und du brauchst einen klaren Kopf. Lass es besser meine Sorge sein. Wenn du meinst, behalte es für dich. Oder? Klingt wichtig. Erzähl. Wie ist Vognir gestorben? Er ist in Hüter reingerannt. Unerwartet. Wir fanden ihn mit dem Gesicht nach unten, als hätte ihn etwas von hinten erwischt. Hat es sich wirklich schon von irgendwelchen Schlacken besiegen lassen? Wer war noch dort? Du meinst Ludin? Vermutlich nicht, aber... Verdammt. Wir sollten den Bastard im Auge behalten. Wenn du noch was siehst, sag mir Bescheid. Mach ich. Machen wir weiter. Lass mich wissen, wenn du noch irgendetwas brauchst. Mach ich. Und nochmal mach ich. Okay, das scheint ja interessant zu werden. Ludin. Dann gehen wir hier mal noch zu ihm. Du hast ihn gut gekannt, nicht? Vognir? Nein. Ach, ich weiß nicht. Ich erinnere mich an ihn. Er war ständig in wichtigen Angelegenheiten unterwegs. Richtig, gekannt habe ich ihn nicht. Ich habe nur selten mit ihm reden können. Öfters als ich, aber schon. Das kann sein. Wenn er sprach, hörten die Wahl zu. Das wusste ich. Da könnte ich Hilfe gebrauchen. Der Schreiber lehnt sich zurück und erwägte den Gedanken. Ich habe es schon schlimmer gesehen. Sie respektieren dich wegen deiner Fähigkeit, mit einer Axt umzugehen. Sie müssen dich deiner Taten wegen respektieren. Aber du sprichst nicht mit dem richtigen Wahl.
Mogre hat was drauf. Ich kann nur Schreibfehler führen. Was schreibst du eigentlich alles in dein Tagebuch? Wie meinst du das, was ich schreibe? Ich schreibe auf, was geschieht. In Abarang haben sie einen Banner dafür, weißt du? Du meinst das lange Banner? Ja, die Magier haben etwas gewebt, das seine eigene Geschichte aufschreibt. Willst du wissen, was ich davon halte? Ich traue ihm nicht. Nein? Es erzählt eine ausführliche Geschichte. Ich glaube, die Knappen sind wertvoller. Wessen Geschichte schreibt es denn auf? Meine? Ihre? Ludins? Mögen es die Götter verhüten. Ah, du Relikt. Die Götter sind schon lange tot. Oh, tatsächlich? Muss die Macht der Gewohnheit sein. Ich hörte, du wärst mal ein schrecklicher Kerl gewesen. Weißt du, wie alt ich bin? Darf ich fragen? Ich stehe im Wettbewerb, weißt du, niemand weiß, wie alt wir Wahl werden können. Auf natürliche Art. Einen gibt es, der heißt Snorri, der hat mir ein paar Jahre voraus. Hockt in Krofheim und lässt sich graue Haare wachsen. Der Bastard könnte mich glatt besiegen. Dann ist da noch Krumel. Der ist auch nahe dran, aber der Hohlkopf ist noch für jeden Kampf zu haben. Vermutlich beißt er von mir ins Gras, obwohl... Der Schreiber macht eine Geste, wie um dich an die aktuellen Umstände zu erinnern. Du schmunzelst. Der Punkt ist, welche Rolle spielt das? Ich bin nur noch ein Laufbursche von Jorundre. Weiß nicht mal mehr die Hälfte von dem, was ich getan habe. Daher das Tagebuch? Daher? Mach mich nicht wichtiger, als ich bin, Hakon. Na schön. Was meinst du, was mit der Sonne passiert ist? Götter, woher soll ich das wissen? Ich habe sowas noch nie gesehen. Machst du dir Sorgen? Ein paar Wale in der Karawane denken, dass die Welt untergeht. Andere halten das für das Beste, was passieren konnte. Keine finsteren Monate mehr. Wie auch immer. Wenn es das Ende ist, bin ich bereit. Und wir anderen? In den Abgrund mit euch. Ha! Erhol dich lieber, wir müssen noch weiter marschieren. Ich habe schon mehr Hügel überwunden als ein Pferdebürdiger mit Rachsucht. Mach dir um mich keine Gedanken. So, dann haben wir die mal ein bisschen kennengelernt hier. Wir schauen jetzt hier nochmal zu den Heroes vielleicht. Wir haben jetzt ja noch den Eirik dabei. Und wir haben jetzt hier bei der Gruppe jetzt zum Beispiel keinen, wenn hier auf jeden Fall das Schild hochsetzen, was das, da können wir, okay, wie viel wir einsetzen können. Und bei ihm werden wir in dem Fall noch Schaden. Ja, ich glaube, wir gehen noch einen Schaden. Und dann nehmen wir natürlich auch Eirik mit rein. Das sind ja alles Nahkämpfer. Die Wahl. Und wir haben jetzt hier keinen Markt, oder? Map, Leaf, nee, wir haben hier keinen Markt. Also laufen wir jetzt weiter. Wir haben hier aber jede Menge Vorräte. Sieh nur, sagt Mogre, in den Hügeln Wüter, aber nicht mehr als ein Dutzend. Wir können an ihnen vorbeiziehen. Wir können sie aber auch niedermachen. Ludin hat zugehört, dass ein Dutzend Wüter das nach Strand zieht, wirft er ein. Du fragst ihn, seit wann den Strand kümmert. Tut es nicht, gibt er zurück. Ich dachte, es kümmert dich. Sollen wir selbst hingehen? Ich glaube, wir gehen selbst hin, oder? Ja, das geben wir uns. Die Karawane hält an und wartet. Derweil führst du eine kleine Abordnung den Berg hoch, um die Wüter rasch zu beseitigen. Ludin sagst du, er soll bei der Karawane bleiben. Er verschränkt die Arme und murmelt etwas davon, wie ein Kind behandelt zu werden. Also, wir haben Eirik, Gunulf und Morgel dabei. Und auch Hakon. Wir müssten jetzt mal schauen, lassen wir das so? Ja, ich denke, wir lassen das erst einmal so und schauen uns das im Kampf dann mal an. Oh, wieso stehen die denn direkt hinter uns? Ich glaube, er kann ja Wirbelwind. Wäre hier ganz
cool. Ja, oder hier, wenn der zu uns kommt. Aber ich glaube, der erste ist ja er hier. Der kann den trennenden Schlag. Da werden wir auf jeden Fall ihn hier hinsetzen erstmal. Und ihn können wir hier hinsetzen. Und dann hätten wir ihn ein zweites. Schmerzbringer zerstört die gegnerische Rüstung, bestraft Gegenschlag. Den setzen wir dann hier hin. Und dann hätten wir ihn noch, gibt einen Verbündeten in jeder Distanz. Okay, dann stellen wir den hier hin. Und machen bereit. So, das bedeutet, wir könnten ihn hier angreifen. Und schauen wir mal, ob wir hier den trennenden Schlag gleich ausführen. Was kann er denn nochmal? Schmerzbringer. Dann stellen wir ihn. Hier rein. Und ihn machen wir jetzt einen Wirbelwind. Kommen wir nicht hin. Kommen wir hier hin. Kommen wir hier. Da würden wir hinkommen, würde uns aber aktuell gar nichts bringen wahrscheinlich. Okay, ich könnte Sammlung einsetzen. Ich könnte den hier hinschicken und dann Sammlung einsetzen. Dann stellen wir ihn hier hin. Und machen nochmal einen trennenden Schlag. Obwohl ja. Okay, das ist egal in dem Fall. Das ist okay. Da haben wir schon einen vernichtet. Dann werden wir mit ihm hier. Nochmal einen Schmerzbringer. Oder sollen wir direkt auf die Rüstung gehen? Das wäre halt fast besser, aber ich glaube, wir machen den Schmerzbringer. So, jetzt haben wir ihn hier. Boah, das ist halt wirklich, der ist echt mies gerade, oder? War der vorher schon so mies? Ja gut, wir kämpfen jetzt gegen Wüter, gell? Okay, dann werden wir ihm wohl nochmal hier die Rüstung... Wohl, lohnt sich das? Könnte ich ihn töten mit? Ja. Lass uns hier die mal. Okay, der kriegt jetzt erstmal Schaden. Dann werde ich ihn mal hierhin laufen lassen. Nochmal einen trennenden Schlag oder was machen? 7. Ne, der hat ja auch 7. Der hat 10 noch. Ja, damit hat man wieder ein weniger. Von den Wütern. Ne, das will ich doch gar nicht. Aha. Ich will den bewegen. Und dem vielleicht nochmal einen Schmerzbringer, oder? Ja, definitiv, oder? Dann gehen wir erstmal auf seine Rüstung. Nehmen ihm die Rüstung ab. So. 9, 10. 8. Den Blatt erstmal. Und dann machen wir den hier Blatt.
So, wir geben ihm nochmal Rüstung mit. Ach, der kommt halt nicht hin, ne? Ja, komm, den geben wir ihm hier nochmal. So, hätten wir das auch. Ja, Gunnulf ist ein bisschen verletzt. Akon? Als du am ersten Tag das Lager aufschlägst, hörst du Ludins schwerstiefelige Schritte und wartest dich. Können wir reden? Auf Augenhöhe? Wir können es versuchen. Es scheint, dass ihr auf dem Weg einen Haufen Wüter töten wollt. Stimmt das? Das ist nicht falsch. Dann hör genau zu. Bilde dir nicht ein, dass du nur Wahl kämpfen können. Verstanden? Wir tragen meinen Banner nach Krofheim, das Banner von Arberang. Ich bestehe darauf, am Kampf teilzunehmen. Du hast dich beim ersten Scharmützel fast ausweiden lassen, aber du willst mehr? Wie du wünschst, Prinz. Und ich hatte mehr Widerstand erwartet. Von Vognir vielleicht. Angeblich warst du das Kind, darum hast du jetzt das Sagen. So ähnlich wie Verwandtschaft. Ein Wahlding? Übernimmst du nicht seine Verantwortlichkeiten? Auf meine Art. Dann hör auf zu tun, als wäre ich der Dorn in deinem Auge. Wenn man fast 200 Jahre alt ist, ist es schwierig, einen 20-Jährigen, stimmt das, ernst zu nehmen. Fang besser an damit, wir werden beide einst Könige sein. Das ist die letzte, worüber ich jetzt nachdenken muss. Ludin sieht dich an, als hättest du dir gerade selbst ins Gesicht geschlagen. Er kehrt zu seinem Zelt zurück, ohne gesagt zu haben, was ihm auf der Zunge lag. Du hast einige Charaktere mit hohen Anstrengungswerten erhalten. Unterschätze diesen wichtigen Wert nicht. Anstrengung lässt sich deine Aktion mit mehr Willenskraft ausführen. Du willst deine Angriffe mehr als ein Stern hinzufügen? Eine Verbesserung des Anstrengungswertes auf 3 lässt dich 3 Schadenspunkte pro Angriff mehr bewirken oder 3 Felder weiter als üblich ziehen, wenn du die nötige Willenskraft hast. Denk daran, jeder Wert ist im Kampf gleichermaßen wichtig. Wähle weise. Das ist wohl korrekt. Und da wir jetzt schon im Lager sind, ist es eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, bevor wir jetzt hier mit allen sprechen, hier einen kleinen Cut zu machen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und freue mich aufs nächste Mal. Euer Dansicht und tschüss.